Ja, die nächste Geschichte stammt von Agatha Christie, also einer Autorin, von der man jetzt nicht unbedingt oder bei der man nicht unbedingt an eine Weihnachtsgeschichte denkt, eher an Kriminalgeschichten, Mord im Orient Express oder Tod am Nil oder so. Diese Geschichte hier ist allerdings eine deutliche Kurzfassung der Originalerzählung. Sie heißt Die Versuchung. Ein mächtiges Flügelrauschen schreckte Maria auf, als sie gerade voller Glück ihr Kind in der Krippe betrachtete. Ein mächtiger Engel stand vor ihr, der sie so anstrahlte, dass sie ganz geblendet den Kopf zur Seite wandte. Fürchte dich nicht, sprach der Engel, weil Gott dich besonders liebt, darf ich dich in die Zukunft deines Kindes sehen lassen. Und er breitete seine mächtigen goldenen Flügel aus, dass die Wände des Stalles sich auflösten. Und Maria blickte in einen Garten, aber da lag ein Mann auf dem Boden, dessen Gesicht Schmerz und Verzweiflung kennzeichneten, und darum bat, dass der Kelch der Qualen an ihm vorüberginge. Und Maria rief: Warum antwortet Gott nicht? Und wo sind seine Freunde? Und wieder ein Flügelrauschen, und Maria sah drei Männer, die wie Verbrecher ihre Kreuze zur Hinrichtung schleppten. Nein, schrie Maria, die den in der Mitte erkannt hatte. Mein Sohn ein Verbrecher? Und wieder das Flügelrauschen, und Maria hörte vom Kreuz in der Mitte die grauenvollen Worte: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und die Bilder lösten sich auf, und Maria schluchzte gebrochen: Dann wäre es doch besser, du wärest nie geboren worden. Und der Engel sprach: Maria, deshalb bin ich hier. Du kannst entscheiden, ob dein Kind wirklich geboren werden soll. Und Maria schwieg, Tränen überströmt. Sie rief die geschauten Bilder in sich zurück, und da erblickte sie das Gesicht ihres Sohnes, das verständnisvoll auf die schlafenden drei Gefährten schaute. Und sie sah auch das verzweifelte Antlitz des Mannes am Kreuz zur Rechten, das sich vertrauensvoll an ihren Sohn wandte. Und der Engel ließ nicht locker. Willst du deinem Kind das nicht alles ersparen? Maria aber sprach langsam: Dieses Kind ist nicht mein Eigentum. Ich habe kein Recht, über sein Leben zu bestimmen. Und da zuckte ein Blitz auf, der alles blendete, und dann war der Engel verschwunden. Und das Kind in der Krippe streckte Maria lächelnd die winzigen Arme entgegen.